Wo die Liebe hinfällt, erfahren Sie jetzt mit Marienhof und Buitoni Sosa e Quattro Formaggi. Es wird viel passieren. Ah, ich habe eine Wette am Laufen. Ehrlich? Wenn ich die verliere, darf ich nackt durch den Marienhof hüpfen. Nebenher fahre ich Rennen. Richtiger Autorennen? Die Kleider, das Auto, wo hast du auf einmal so viel Geld her? Das kostet ein Vermögen. Alles halb so schlimm. Ich schieb ein paar Sonderschichten und dann haut das schon wieder hin. Ich muss raus aus dem Marienhof. Bist du in eine andere Schule versetzt? Nee, es wird mir einfach nur zu eng. Mischa, bevor du jetzt irgendwo hinfährst, wohin du gar nicht willst, solltest du wissen, dass ich dich liebe. Es wird viel passieren. Träume, oder? Nein, das tust du nicht. Sag das nochmal. Ich bitte dich, fahr nicht weg. Bleib hier bei mir. Ich liebe dich. Ich liebe dich? Hat er das jetzt wirklich gesagt? Ich glaube schon. Lass das richtig los. Oh, ich kann mich kaum erwarten, Trier. Ja. Und bumm. €3.500. Ich besorge uns noch ein bisschen Doping. Seit wann brauchst du so? Unterstehe dich irgendwas, ohne meine Hilfe auszuziehen. Na, Süße? Alles klar? Passt schon. Bleib mein Tiger. Ich komme schon. Ich muss dann mal eben... Wenn dann 1:0 für mich. Ich hab zum Schluss noch voll bei ihr gepunktet. 1:1? 1:0. 1:1? 1:0. 1:1? 1:0. 1:1? 1:1. Ha! Und nicht mal den Punkt hast du verdient. Ich war so dicht dran und dann kommst du angedackelt. Du warst noch nicht mal an der Reihe. Und wenn schon. Die Wette wird sowieso nicht nach Punkten entschieden, sondern durch ein K.O. Ach ja? Ach ja. Na ja. Viel Spaß beim Ölbohren. Und du zeigst mir deinen Rennstall, oder? Klar. Wie wär's mit morgen? Morgen. Gut, ich freue mich. Oh Mann, da hast du echt einen Bock geschossen. Aus der Nummer kommst du so schnell nicht mehr raus. Ja, verdammt! Jetzt führst du 2:1. Macht aber nichts. Die Wette wird durch ein K.O. entschieden. I will win and you will lose. I will win and you will lose. I will win, I will win, I will win. Wollt ihr was trinken? Ein Glas Wasser vielleicht? Ja, bitte. Naja, ich hätte euch gerne früher etwas gesagt. Mischa und ich... Silo, du musst dich nicht rechtfertigen, wirklich nicht. Also mich würde schon interessieren, was er uns zu sagen hat. Also Mischa und ich, wir... Die mögen uns. Ich konnte eben nicht vorher dazustehen. Das heißt,
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann läuft das zwischen euch schon länger? Und ihr habt es die ganze Zeit geheim gehalten. Und ich war so mit mir beschäftigt, dass ich es überhaupt nicht mitbekommen habe. Constanze weiß schon die ganze Zeit Bescheid? Ja, natürlich. Warum glaubst du denn, dass sie dieses ganze Theater inszeniert und mir Bruno wegnehmen will? Sylo, wir wohnen zusammen in einer Wohnung. Warum hast du uns nichts gesagt? Kein Wort. Warum? Weil ich es nicht konnte. Aber jetzt kannst du es. Versteht ihr? Und deshalb müsst ihr so tun, als wäre ich der Chef. Ja, aber es ist doch Quatsch bei der kleinen Werkstatt. Ja, vor allem, für wen ist das überhaupt? Eine Tussi, die für dich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt hat. Und die denkt jetzt, du bist Rennfahrer, oder? Ja, aber ich kann die Sache nicht so gleich auffliegen lassen. Und deshalb brauche ich euch. Robby, und das Boxenluder? Robby, es ist doch so, eine Lüge ist... Ist kein guter Start. Ich weiß. Aber ich will ja nichts Ernstes, das ist nur ein Flirt. Ja, dafür legst du dich aber mächtig ins Zeug. Ja, sie ist auch süß. Aber hier oben ist immer noch Anne drin, okay? Denkst du noch, sie kommt zurück? Ehrlich gesagt schon. Aber wenn man realistisch ist... Also, helft ihr mir jetzt oder nicht? Also, ich finde die Idee bescheuert. Ich glaube, du machst dich zum Affen, ehrlich. Mann, ihr kapiert überhaupt nicht, worum es mir geht. Ja, erzähl's uns doch. Ich habe mit Leo eine Wette am Laufen. Wer Nettie als erstes rumkriegt, hat gewonnen. Mm. Sehr gut. Das ist ein Grund, den verstehe ich. Sehr, sehr gut. Männer. Robby, sei so gut und räum den Tisch auf. Sehen uns. Guten Morgen, Farima. Guten Morgen. Morgen. Hat die Stadt eben erst geheiratet? Ja, und? Was macht ihr Mann dann bei uns in der Pension? Ich bin nur gespannt, wie das bei meinen Eltern weitergeht. Wieso? Die sind doch über beide Ohren ineinander verliebt. Als wenn es nun darum geht. Stimmt was nicht. Ich habe das Gefühl, dass Heilige da Mist gebaut hat. Das heißt? Ich habe die Rechnung vom wilden Mann gefunden. Die Hochzeit war schweineteuer. Außerdem die Limousine und der ganz andere Quatsch. Ich frag mich die ganze Zeit, wo Harry das viele Geld her hat. Hey, dein Vater ist doch erst gerade wieder aus dem Knast gekommen. Ich glaube nicht, dass er so schnell wieder ein Ding dreht. Da kennst du meinen Vater nicht. Gut, das stimmt. Und jetzt? Was willst du jetzt machen? Keine Ahnung. Ich werde es irgendwie rausfinden. Egal wie. Und dann wird er dafür büßen. Ich werde ihm auf jeden Fall nicht helfen. Ja, das würde es auch ganz bestimmt nur schlimmer machen. Every little thing you do is magic. Magic. Every little thing you do is magic. Magic. Hört ihr dieses Geräusch? So ein Schaben und Kratzen. Wie bitte? Von dem ganzen Süßholz, das hier ständig geraspelt wird. Dieses Geräusch habe ich die ganze Nacht lang gehört. All night long. Take a chance on me. Unterhaltet euch jetzt nur noch auf Pops und Titelbasis aus grauer Vorzeit. Das ist eine interessante Idee. Dann schaue ich mal, wann der nächste Zug nach Berlin geht. Wie geht es eigentlich, Carmilla? Was interessiert dich denn meine Mutter? Agneta, Carsten versucht doch nur nett zu sein. Nenn mich bitte nicht so, okay? Wieso? Agneta ist doch ein wunderschöner Name. Da hätte ich ja Frieda besser gefunden, wie die andere Tante hieß. Und jetzt, am allerersten Tag unserer Ehe, gönnen wir uns ein bisschen Honeymoon? Ich kann nicht. Ich muss meinem Kumpel die Limousine zurückbringen. Schade. Na gut, dann nutze ich eben die Zeit und gehe aufs Amt. Schließlich heiße ich jetzt Töppers und brauche einen neuen Ausweis. Ja. Kerstin Töppers. Klingt wie zerschlagenes Geschirr. Also ich mag den Namen. Ich fahre meine Runde in die Stadt. Ja, gute Idee. Schau dir die City an. Du bist ja nicht mehr lange da. Und wir fahren zusammen, ja? Aber kratzt euch nicht die Augen aus. Keine Sorge. Tschüss, mein Schatz. Ciao, Baby. Ciao. Tschüss. Ciao. Tanja? Harry hier. Du, wir haben doch schon mal über die Extraschichten gesprochen. Ja? Ich hab da noch eine Idee. Wie wär's denn, wenn ich die Einkäufe für den wilden Mann mache? So Großmarkt fahren und so. Ja? Okay, gut. Ciao. Ciao, Bruderherz. Danke für den Kaffee. Ciao. Hey, Sylvie. Hey, hallo, Carlos. So,
So, deine Bestellung. Du hast doch Carlos nichts gesagt, oder? Nein, natürlich nicht. Ich hab's ja selber noch nicht richtig kapiert. Gut. Weißt du noch, wie wir früher mal zusammen den Mädels hinterher gepfiffen haben? Ja. Erklär's mir. Was? Bist du jetzt schwul oder bisexuell oder was? Ich weiß es nicht. Aber muss ich mich jetzt dir zuliebe in die Schublade stecken lassen? Nein, das ist doch kein Thema. Ich meine, ich verstehe nur nicht, wie man, wenn man sein Leben lang mit Frauen hat, wie man dann auf einmal mit einem Mann kann. Ich verstehe es auch nicht. Ich weiß nur, dass es so ist. Also. Raul. Ich freue mich jetzt, dass ihr endlich Bescheid wisst, aber bitte hängt's nicht an die große Glocke. Okay, wir leben hier in Köln, aber ich bin Türke und Moslem. Wenn da was rauskommt. Ich kann nicht verstehen. Ich halte meine Klappe, okay? Danke. Ciao. Mann, der Anzug ist zu kurz. Hör auf zu quatschen, fass mit an. Sollen wir hieraus nur eine Tuning-Werkstatt machen? Das ist die Außenstelle. Wie heißt deine Rennfahrklasse? Formel 3? Weißt du, Robby, du bist die schlechteste Rennfahrer-Imitation, die ich je gesehen habe. Aber die Feintuning-Werkstatt ist echt gut geworden. Hallo? Hallo? Hi. Kann ich dir helfen? Ich möchte zu Robby. Ach, zum Chef. Chef? Besuch. Hey! Da bist du ja. Tolle Werkstatt. Wo ist der Rennwagen? Der Rennwagen? Rennwagen. Der Rennwagen ist da an der Rennstrecke, wo Robby immer trainiert. Klar. In der Stadt kann ich ihn ja gar nicht richtig ausfahren. Genau. Er hat schon ganz schön weit gebracht, ne? Dabei ist er doch erst 21. Da sind andere gerade mit der Schule fertig. Ja, der Boss hat sie echt drauf. Genau. Und in welcher Klasse fährst du? Formel 3. Wow. Also ich schätze, dass er so in spätestens 5 Jahren die Formel 1 fahren wird. Mann, dass ich mal einen Schumi kennenlerne. Wahnsinn. Hallo Marie. Hi. Und wie war's in der Schule? Ging so. Musst du schon wieder los? Ich hab da eine Doppelschicht. Dazwischen wollte ich wenigstens mal kurz duschen. Also, ich besorge uns jetzt mal eine richtige Gastronomie-Kaffeemaschine. Ja. Das Wichtigste, ich, das Sparbuch. Ach, lass mich das doch für dich machen. Ja, aber ich denke, du musst arbeiten. Ach, das schaffe ich doch noch davor. Das tue ich doch gerne. Ja, wenn du unbedingt willst, also. Marie, was gibt's denn? Sag du es mir. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Du wolltest doch zur Sparkasse Geld abheben für die Kaffeemaschine. Nee, das mache ich später. Die macht aber gleich zu. Du, eigentlich wollte ich das Teil auf Raten kaufen, dann brauche ich gar nicht ans Sparbuch ran. Ja, weil es doch keinen Sinn macht, weil du es längst geplündert hast. Marie, wie kommst du denn auf den Blödsinn? Zeig doch mal her, zeig mal das Sparbuch. Na los, komm schon. Siehst du, habe ich es doch gewusst. Du hast das ganze Geld für die gemeinsame Macht vom Sparkonto abgehoben. Und Mama weiß gar nichts davon. Vor ihr ziehst du die große Show ab, ja? Und hintenrum verarschst du sie nur. Du bist echt ein Mistkerl. Aber ich will ihr doch nur was bieten. Eine tolle Hochzeit. Ich schaff das doch alles wieder ran. Sie wird nichts bemerken. Ich find's echt beschissen von dir. Hier steckst du. Hallo. Hallo. Schon nicht zu sehen. Ich musste mir die Haare schneiden lassen. Ich mach die Möhre ein bisschen später. Ach, schön. Sag mal,
Heißt das jetzt, dass du befolgst, was das Jugendamt dir geraten hat? Dass ich mich von Bruno fernhalten soll? Distanz zu wahren? Was soll ich denn tun? Konstanz ist entschlossen, mich fertig zu machen. Ach, dann kämpf um den Kleinen. Das wird doch nur leichter. Wie meinst du das? Naja, du musst die zwei verheimlichen. Konstanze kann dich nicht mehr öffentlich bloßstellen. Das ist doch das Schöne am Outing. Jawohl. Naja, ihr habt sicherlich recht, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Was werden die Leute hier im Marienhof sagen? Wie werden ihre Reaktionen sein? Wieso? Bei deiner Cousine und ihrem Mann hast du es auch geschafft. Das stimmt. Der erste Schritt war der schwierigste. Zusammen stehen wir das durch. Tja, da muss ich jetzt wohl durch. Und Sanse wird es noch bereuen, dass sie sich mit uns angelegt hat. Danke. Wir werden der ganzen Welt beweisen, dass ein schwules Paar ein Kind großziehen kann. Also, Mr. Rennfahrer-Chef, vielen Dank für den kleinen Einblick in ein aufregendes Leben. Nicht der Rede wert. Ich brauche jetzt einen Kaffee in dem... Kaffeelatte. Ich muss noch ein bisschen was erledigen, tut mir leid. Kein Problem, kannst nachkommen. Tschüss zusammen, man sieht sich. Ciao, Nettie, lass dich mal wieder sehen, ne? Tschüss. Ciao, Nettie. Puh, es ist ja gerade noch mal glatt gelaufen. Danke, Leute. Nur ein kleiner Flirt, ne? Sowas wie mit Anne ist das mit ihr nicht. Glaubt es oder lasst es sein? Ich denke, das ist besser so. Wieso denn? Die ist doch cool, oder? Soll ich ganz ehrlich sein? Klar. Die ist eine Nummer zu groß für dich. Sowas wie die da verspeist dich zum Frühstück. Was soll das denn jetzt heißen? Hi. Kannst du schon gehen? Einen Moment. Hey. Hallo. Sind Sie noch frei? Klar, setz dich doch. Ah, schon langsam merke ich wirklich, dass ich nicht mehr alleine bin. Hm? Sieht man auch. Ist Bruno bei seiner Tagesmutter? Ja, er wollte einfach nicht weg. Ich hole ihn in einer Stunde ab. Ein Junge aus seiner Gruppe hat ein neues Auto geschenkt bekommen. Und naja, Jungs und Autos. Hast du jemals mit Autos gespielt? Hm. Tja. Zum Glück sind nicht alle Jungs so. Wie meinst du das? Naja. Nicht alle Jungs interessieren sich für Autos. Hm. Ich weiß, was mit Sylo los ist. Er hat es mir in Raul gestern gesagt. Verstehe. Ja, es tut schon ganz schön weh, wenn man als Frau so plötzlich abgeschrieben ist, weil der eigene Mann sich in einen anderen Mann verliebt hat. Ich kann verstehen, wie verletzt du bist. Nein, das kannst du nicht. Sylo hat mich betrogen und als Alibi benutzt. Und nicht nur das. Er ist sehr jähzornig und unberechenbar. Auch Bruno gegenüber. Weißt du, Konstanze, und genau das glaube ich dir nicht. Ach, und was ist mit dem kaputten Fernseher? Brunos blauen Fleck? Ja, dafür gibt's vielleicht verschiedene Möglichkeiten. Ach ja, gibt's die. Ich glaube, du weißt genauso gut wie ich, dass Sylo Bruno niemals schlagen würde. Du kennst ihn eben nicht. Ich kenne ihn sehr gut. Er ist mein Cousin. Von dem du auch nicht geglaubt hast, dass er sich über Nacht in einen Mann verliebt. Glaub mir, Jasmin, Sylo hat Seiten an sich, von denen ahnst du gar nicht. Na, was sagst du? Ist die nicht toll? Das sieht aber ganz schön kompliziert aus, ne? Ach was, ist kinderleicht. Ich hab's mir genau zeigen lassen. Ah, sie ist super. So, ich bring jetzt mal den Ramsch raus. Mhm. So glücklich war ich schon lange nicht mehr. Hab ich doch einen tollen Mann. So wollte ich immer, dass er ist. Ja, er hat sich doch wirklich verändert, findest du nicht? Guck mal. Was ist? Sieht ganz schön teuer aus. Marie, stimmt was nicht? Hast du Kummer? Hm? Nee, gar nicht. Alles okay.
Hi. Hi. Mal ein Cappuccino, bitte. Okay, gerne. Ravi, sag mal, hast du beim Rennen überhaupt keine Angst? Respekt. Ich habe Respekt vor dem Auto und vor der Rennstrecke. Angst, nein. Wow, beeindruckend. Wir Rennfahrer müssen so denken. Weißt du, was ich an dir so toll finde? Ich hoffe, du sagst es mir. Du machst überhaupt nicht viel Aufhebens um diese Sache. Ich meine, die anderen erfinden irgendeinen Mist und machen ganz viel Wind drum. Echt? Aber Gott sei Dank bist du anders. Wenn ich sowas mitkriege, rutscht mir immer ganz schnell die Hand raus. So, ein Cappuccino. Bitte schön. Danke. So, ich mach da meine Zimmer sauber. Warte mal, ich helfe dir. Du, warte mal. Wieso? Ich hab was für dich. Hier. Da drin sind 150 Euro. Außerdem suche ich mir einen Job. In der Bar oder so. Marie. Jetzt guck nicht so blöd. Das ist ja echt süß von dir, aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Das ist dein Erspartes, behalte es. Ich brauche es nicht. Doch, das brauchst du. Jeden Cent davon. Nein, verdammt. Doch. Sonst machst du dir alles kaputt. Und Mama wieder unglücklich. Das lasse ich nicht zu. So, 59. Danke, ich stimme zu. Ach, danke. Ach, schau mal, da ist Bruno. Ach, Bruno, tadam. Sülo, das geht nicht, das wirst du doch einsehen. Sag mal, was soll denn das? Bitte lass mich vor... Sei bitte vernünftig. Konstanze, was soll das? Wir sind hier in der Öffentlichkeit. Du lässt mich jetzt sofort zu meinem Sohn. Wenn du nicht sofort aufhörst, in Zukunft diese Lügengeschichten über mich zu erzählen, dann... Entweder tust du es freiwillig, oder man wird dich dazu zwingen. Mich wird niemand zu irgendetwas zwingen. Und schon gar nicht du. Lass mich jetzt zu meinem Sohn, bitte. Nein. Ach, au, au! Was soll denn das? Und auch noch vor dem Kind! Ich habe doch überhaupt nichts gemacht! Haben Sie schon den einzigartigen Schokoladengenuss der Maître Chocolatier von Lindt erlebt? Lindor, unsere zarteste Schokoladenkreation. Eine feine Schokoladenhülle mit einem unwiderstehlich zarten Schokoladenherz. Spüren Sie, wie Lindor zart auf der Zunge zergeht und all Ihre Sinne sanft berührt. Einfach zum Dahinschmelzen. Lindor von Lindt. Lisa, ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe sie kaum angefasst. Sollen wir kurz in die Praxis? Der Papa ist sehr böse. Wie ist der Papa? Böse. Ja. Ist er nicht mehr in der Werkstatt bei der Rennstrecke? Hey, das ist doch kein Formel-3-Wagen. Ach so. Das ist meine Trainingskutsche. Und jetzt lauf! Achtung! Achtung! Forrest, lauf! Von unserem Sparbuch. Ich werde das Geld wieder beschaffen, keine Angst. Ich bin jetzt völlig übergeschnappt, oder was? Ich wusste die ganze Zeit. Wenn du nicht diesen blöden Job bei Fechner angenommen hättest, nichts wäre aufgeflogen. Ich wollte dir nur helfen. Sie hätte nichts gemerkt, das ist alles deine Schuld. Du setzt die Existenz aufs Spiel und du hast nichts Besseres zu tun, als unsere Tochter niederzumachen. Schäm dich. Es wird passieren. Oh, oh. Hä? Wo die Liebe hingeht. Erleben Sie demnächst mit Marienhof und Buitoni Sosa 4 Formaggi.